Freunde, die Kacke auf TikTok ist mal wieder anders am Dampfen. Es ist Zeit für unsere tägliche Dosis TikTok Cringe. Und ihr habt es mitgekriegt, die letzten Tage ging es drunter und drüber auf TikTok. Also Person X wurde gepackt, Person Y wurde gepackt und jetzt am Ende des Tages wurde sogar Barello, der König der Fitnessstifter auf dieser Plattform TikTok, angeblich gepackt. Hatte ein blaues Auge, meinte er wird um 22 Uhr ein Statement posten. So sah das Ganze aus. Hallo Leute. Ich wollte mich entschuldigen bei Bilal. Du bist King, ich küsse dein Herz. Es kommt nicht mehr vor. Ehre, Mann. Ciao. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, krass, der Bilal Miri hat sich wohl auch den Barello gepackt, nachdem Barello wirklich sehr, sehr frech ihm gegenüber war und hat ihm halt einen Schlag oder zwei gegeben. Ihr seht ja bei mir, so sieht ein richtiges blaues Auge aus. Hier noch schön die Nähte zu sehen. Man wird jetzt demnächst gezogen. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie es dazu kam, ich pinne euch einen Kommentar an, verlinke euch meinen neuesten Vlog, da seht ihr das halt. Aber 22 Uhr ist gekommen, Barello hatte weit über 20.000 Zuschauer und das Statement folgte wie folgt. Ich war zu Hause, Leute, hab Anruf bekommen, bin rausgegangen, ne? Ich bin ganz normal rausgegangen. Wisst ihr, ratet mal, was ich das allererste gemacht hab. Ratet mal. Keiner kann mir was! Keiner kann mir was! Keiner kann mir was! Keiner! Naja, wie sage ich immer so schön, lasst die Finger von Drogen. Entweder sind da Drogen im Spiel oder irgendeine Besessenheit. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also, normal war das nicht. Das heißt, stundenlang machen sich viele seiner überwiegend jüngeren Zuschauer Sorgen um ihn. Die sehen sein blaues Auge. Er hat das richtig groß angekündigt. Dann kommt der live. Und durch so eine Art von Statement sagt er quasi, haha, ich habe euch alle reingelegt, das war fake, es ist gar nichts passiert. Färbt sich dabei auch noch seine Haare rot und macht sich weiterhin lustig und provoziert damit die gegenüberliegende Seite umso mehr. Und dass man einige Menschen nicht provozieren sollte, hat uns Harun ja schon ziemlich öffentlichkeitstauglich bewiesen und gezeigt. Denn er saß neben diesem Bilal Miri, der angeblich jetzt Barello geschlagen haben soll, hat sogar die Schuhe von dem ausgezogen und auf seinen Kopf gelegt, das heißt die maximalste Demütigung in der Öffentlichkeit hätte noch gefehlt, wenn er das in seinen Mund gesteckt hätte und hatte dort versprochen, sich zu ändern. Naja, schauen wir mal, inwiefern er dieses Versprechen einhalten konnte. Du wirst sehen. Aber ich werde das nicht so machen wie dein Sam, der zu dir kommt, dich dann krault. Guck, was ich mit dir mache. Aber guck, was ich mit dir mache. Ich habe eine kurze Frage. Du weißt doch, dass er frech wird. Warum nimmst du ihn nochmal an? Achso, kommst du mit dieser Show an oder was? Bist du genauso wie die anderen? Du nimmst ihn an. Ich kann jeden annehmen. Und jetzt? Aber ich was hab gehört, was? Guck mal, lass mich euch nicht erwischen. Guck mal, dich erwische ich sowieso. Du, genau du. Dich erwische ich sowieso. Ist gar kein Problem. Dein Defender. Ich zeig dir dein Defender. Ist gar kein Problem. Ja, ich zeig dir, du Schwuchtel. Mach dich bloß ab. Ey, red nicht so. Ich hab nicht über deine Männlichkeit gesprochen. Wer bist du denn? Es ist egal, wie alt ich bin. Ich hab nicht über deine Männlichkeit gesprochen. Wer bist du? Verpiss dich aus der Kamera. Küsst meine Hand, der Nitsches. Ja, wir werden uns sehen, was ich mit euch mache. Ich komm nach Bremen, ich packe dich. Komm, wir werden uns sehen. Harun, Junge. Harun, dich ganz besonders, das schwöre ich dir. Gar kein Problem. Ich hab dich angenommen, ich dachte, du willst noch irgendwas sagen, aber du machst nicht. Es ist kein Problem. Aber Allah ist mein Schutz, Allah. Ja, betet alle. Und glaubt mir, die heutige Folge wird noch ganz, ganz wild. Also jenseits eurer Vorstellungskraft. Ihr habt gerade gesehen, Harun war zusammen mit Momo Kaplan. Momo Kaplan, wenn ich mich nicht ganz irre, sollte das derselbe Momo sein, den ich mal bei einem Universum Boxing Event kennengelernt habe. Dort vor Ort sieht man auch in meinem Vlog, irgendwo in Hamburg, irgendein Event von Universum Boxing. Sehr sympathischer, korrekter junger Mann. Er wurde kurz davor bei einem Videodreh von mehreren Leuten angegriffen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Er hat sich ziemlich gut verteidigen können. Scheint also
boxtechnisch ein wenig versiert zu sein, aber so persönlich von Angesicht zu Angesicht, zumindest mir gegenüber, sehr, sehr nett, sehr, sehr korrekt, sehr, sehr respektvoll. Er scheint, wenn er mit Harun unterwegs ist, ein anderer Mensch zu sein. Kommt mir zumindest so vor. Und diese beiden waren halt zusammen. Ihr habt gerade gesehen, wie sie zu diesem Card Genghis oder so waren. Und dann waren sie nochmal live mit Abu Hamza. Wie haben wir ihn vermisst? Schon lange, lange nicht mehr thematisiert in unseren TikTok-Cringe-Folgen. Naja, wird mal Zeit für sein Comeback. Hamza, dich hole ich mir noch, Wallah. Aber Hamza, du hast schon einen Eierkopf, Wallah. Hm? Was hast du gesagt? Ich meinte, du hast schon einen Eierkopf. Ey, hol doch Hala. Abu Tanga, Abu. Hey Hamza, hey, komm doch bei dir, Wallah. Komm, Leute. Nimm diesen Mann hier, hey, diese Zahnstocher hier. Hamza, komm doch bei dir. Hey Hamza, hey. Hamza, ich hol meinen Schutz, wenn du frech bist, Wallah. Hier, ich bin mit meinem Schutz. Er lacht dich aus, Wallah. Ey, du Glatzkopf, lach nicht. Ey, du Glatzkopf, lach nicht. Du bist der Maniak. Er sagt der Maniak. Oh, wie respektlos. Ey, Hamza, küss meine Hand, ja, Mitches. Guck mal zu. Ja. Woher kommst du eigentlich? Welche Stadt kommst du? Ich komme aus Hannover, ja, Eri. Du wirst meine Hand küssen, ja, Mitches, wenn ich dich sehe. Du wirst meine Hand küssen. Ey, Abu Hamza, zwei Fragen an dich. Stimmt das, dass du bei Atlantix die Bullen gerufen hast? Was? Stimmt es, dass du bei Atlantix die Polizei gerufen hast? Ja, hab ich das gesagt. Und stimmt das, dass du von maskierten Leuten Tach bekommen hast? Junge, er hat meine Hand geküsst. Lass dir mal ein Bart wachsen. Er sagt, lass dir ein Bart wachsen. Ein Bart, ein Mann aus oder was, du Kerl? Was? Der hat kein Bart. Der hat einfach kein Bart. Sag, macht das ein Mann aus, du Kerl? Der hat einfach kein Bart, ja, Delame. Lass dir mal ein Bart wachsen, was ist das? Ich bin mit meinem Schutz gerade, Delame. Bezüglich dieser Thematik mit Bart, natürlich hat der Momo recht. Das ist nicht aussagekräftig, wenn ein Mann ein Bart hat, dass das gleichbedeutend ist mit, er wäre stabil. Aber ein Bart ist aussagekräftig in dem Punkt, ob du genug Testosteron in deinem Körper hast oder nicht. So wurde mir das mal erzählt. Nee. Macht das ein Mann aus, du Kerl? Hamza, ich bin mit meinem Schutz. Wallah, Kinder, ja, kleine Kinder, ja, Zeleme. Hamza, ich bin mit meinem Schutz, mit meinem Schutz. Von welcher Familie bist du, Abi? Ich zeig dir, von welcher Familie ich bin. Ich zeig dir, von welcher Familie ich bin. Abi. Hamza, setz dich auf Flasche, ja, Nitches. Zeig ihm mal. Aber setz dich erstmal drauf. Zeig mal. Ich komm bald. Ich warte, das so spielst du mehr, weil, warte, so ist perfekt. Weil eine reicht nicht, dann spielst du nichts. Drei Stück, dann perfekt. Hamza, wie heißt dein Bruder? Alle schreiben so einen Namen rein. Wie sind schon mal Bruder, ja, Maniak. Ey, du hast doch vorhin über seine Mutter geredet, ja, Maniak. Ich hab nicht über deine Mutter geredet. Würde ich nicht. Hast du nicht gesagt, oder hin ist das deine Mutter? Nein, er meinte nur, ist das deine Mutter. Ja, ist doch egal. Ja, aber er macht eine Frau, da hat. Ich hab nicht über seine Mutter geredet. Würde ich niemals machen, sowas. So dünn, Wallah, so dünn. Wallah, er ist MMA. Mein kleiner Bruder, seine Arme sind breiter als deine. Wallah. Aber er ist MMA-Fighter. Zeig ihm mal nochmal. Wallah, er ist MMA. Wallah, ich zeig ihn dir. Hier, willst du ein bisschen sehen? Ey, dieser Mann, ey, du übertreibst, du. Dein Freund, er soll dich benehmen, er soll nicht unten zeigen. Ey, also, bleib jetzt doch ohne Spaß. Und? Ja, und? Was willst du Familie mit ein? Aber hier sind keine Kinder drin. Halb, ja, Salam. Ist doch.
Wenn hier keine Kinder drin sind, dann mach allgemein keine Späße, mach dich über niemanden lustig. Mach dich über niemanden lustig, nur weil er nicht so aussieht wie du vielleicht. Naja, und das ging halbwegs noch human vonstatten. Abu Hamza hat, was das angeht, sehr, sehr viel Humor. Oder besser gesagt, er hat ein dickes Fell, weil er weiß, er verdient sich damit dumm und dämlich. Und er braucht sich an sich eigentlich auch gar nicht zu wundern. Denn er benimmt sich selbst ja kaum besser auf TikTok. Und was heißt kaum? Er benimmt sich kein Stückchen besser. Schaut euch das hier an. Ich habe vieles auf TikTok, Twitch und so jeden gesehen und so, ne? Wen ich wirklich feier und so, ist Manuelsen. Wallah, sein Wort hat Gewicht. Er ist krass. Ich lass Manuelsen auf Flasche sitzen. Ich lass ihn auf Fernsehturm sitzen. Aber ich, Abu Hamza, lass Manuelsen auf Flasche sitzen. Warum? Was hat der Janke dann? Chill doch mal, Junge. Er ist doch stabil, Junge. Ich, Abu Hamza, werde Manuelsen auf Flasche sitzen lassen. Junge, ey, komm mal runter. Wallah, was übertreibst du deine Lage jetzt? Ja, Wallah, was hat er dir angetan? Er ist doch stabil, Junge. Du hast doch gesehen, wie er geboxt hat. Ist egal, Habibi. Ich lass ihn trotzdem auf Flasche sitzen. Tamam? Okay? Okay. Und freust du dich dann, oder was? Wo machst du das? Ist durch. Weil ich der King bin. Ich bin einfach nicht vor niemandem Angst. TikTok. Ich hab vor niemandem Angst. Merkt ihr das? Vor niemandem Angst? Also, musst du an ihn Anzeige machen? Merkt ihr das? Das ist gefährlich, Leute. Merkt ihr das? Ich meine, Hamza und Manuelsen hatten sich erst vor einem Monat oder anderthalb Monaten miteinander ausgesprochen, vertragen und es hieß, ja, Manuel, du hast recht, ich habe mich scheiße benommen, sowas macht man nicht, wird auch nicht mehr vorkommen, hat seine ganzen Beleidigungen zurückgezogen, naja, einen Monat später genau dieselbe Leier. Und ihr habt ja gerade gehört, wie Barello den Manuelsen verteidigt hat und jetzt hört einfach 10 Sekunden später. Manuelsen, hör mir mal kurz zu, ja? Wallah, du tust einen auf Mann, einen auf du bist krass, patsch. Patsch, Junge, böse Mann hat dich dumm und dämlich gehauen, ja, Wallah. Guck mal, ein Hamza Jim, Junge, sogar der macht Ansage an dich. Du kommst mit ihm live. Ein Hamza Jim nimmt dich an. Junge, guck mal, wie tief gesungen du bist, Junge. Manuel, du bist so tief gesungen, dass Hamza dich nicht ernst nimmt, ja. Er sagt sogar, ich lass dich auf Flasche sitzen, dies und das. Wallah, du musst was unternehmen, ja. Guck mal, du noch, ich bin blitzt, ja. 10 Sekunden später. Leute, schickt mal 8 Rüssel. Elefantenrüssel. Ja, entweder bist du ein Mann oder bist du ein Mann, Junge. Das ist angeboren. Du kannst deine Männlichkeit nicht kaufen, Junge. Wenn man Männlichkeit kaufen könnte, Junge, das wäre die Reihe wie bei Rewe und so, Junge. Jeder würde Männlichkeit kaufen. Man kann das nicht, Junge. Entweder bist du, ist das angeboren. Was ist die Eier oder Arsch ist nicht, Junge. Wallah. Okay, reicht. Ja, wie gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es die ersten TikTok-Toten auch in Deutschland gibt. Aber man muss sagen, die Konstellation Barello mit Abu Hamza ist eigentlich auch relativ lustig. Wo? Wanda, das sieht nur so aus wegen dieser Handy-Perspektive. Du musst mich mal live sehen. Ja. Wanda, Billa, live sehe ich viel breiter aus. Ich hab heute noch eine T-Shirt gewesen. Wanda, nein. Wanda, live sehe ich viel breiter aus. Wanda. Ja, kann so sein, aber trotzdem. Leute, schnell ist das schon. Ey, mach schnell, so ausweichen mit Kopf, Wallah. Wallah, Leute, wenn er vor Hamid steht und er bewegt sich so schnell, Wallah, Hamid bekommt Schock von alleine, Angst. Lach, Wallah, lach. Das sieht lustig aus, glaub mir, aber das ist effektiv. Wallah, das ist effektiv, wenn du gegen jemanden kämpfst. Und wenn du das, wenn du das eine Minute, zwei Minuten machen kannst, dein Gegner wird verrückt. Der wird verrückt. Wallah, der wird verrückt. Der denkt sich, was ist das? Gegen wen kämpfe ich da? Junge, du... Joe Frazier mit dir, Mike Tyson. Du musst beim Boxen deinen Gegner ausknocken. Du musst deinen Gegner nicht verrückt machen. Mach mal du jetzt einmal. Junge, klar, mit Gegner verrückt, wenn er sowas sieht. Was? Wer ihn auslacht. So, und dann fing es an, sehr, sehr unterhaltsam zu werden. Denn die haben sich mit der falschen Person angelegt. Wie geht's? Gut, wie findest du Ibo? Kurt Ibo? Wallah, ich feier ihn Todes, Alter. Ey, der ist stabil, Alter. Keiner kann ihm was. Ich lass Kurt Ibo auf Flasche sitzen. Ich lass Kurt Ibo auf Fernsehturm sitzen. Ich lass Kurt Ibo auf Eiffelturm sitzen. Verstehst du? Warum? Was hat er dir angetan? Chill doch mal. Er hat mir nichts angetan. Er hat mir gar nichts angetan. Aber ich lass Ibo auf Flasche sitzen, auf Funkturm. Aus welchem Grund, wenn er dir nichts angetan hat? Aus welchem Grund? Ich steck die dickste, größte Flasche in Ibo sein Auto. Ich steck die dickste Flasche, die größte Flasche in Ibo sein Ass rein.
Gott, scheiße. Ja, es ist unterhaltsam, man muss es einfach zugeben, ja. Die größte Maschera, was ich auf TikTok gesehen habe, ist Kurt Ugo. Wanda. Er ist die größte Lachnummer, der größte Sonderschüler, den es hier auf TikTok gibt. Lieber meine Mutter, er heißt nicht Kurt Ibo, er heißt Gött Ibo. Okay? Tschüss. Tamam? Er heißt nicht Kurt Ibo, er heißt Gött Ibo. Boah! Gött Ibo. Okay? Er heißt Gött Ibo. Gött Ibo. Merkt ihr das? Und glaubt ihr, hat Kurt Ibo sich das gefallen lassen? Ja. Ja. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich kein Mann. Ich werde ihn packen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ibo, der hat Antrag an dich gemacht, Wallah. Jetzt sag ich euch beiden was. Nicht du. Wallahi, billahi. Ich dachte, Hamza, du hast ein bisschen Charakter. Aber heute habe ich wieder gesehen, du hast ehrlich keinen Charakter. Ich habe keinen Charakter? Guck mal, wo du alle, keiner mit dir live war, Kurt Ibo war mit dir live. Hat seine Ehrlichkeit gezeigt. Stimmt oder nicht? Und heute sagst du mir, beleidigst du mich? Du glaubst ein Ali Ferrari, was er dir sagt, du glaubst ein Ali Ferrari, den keiner auf TikTok ernst nimmt. Heute, weil du Barello dich annimmst, du zeigst deine Ehre und Stolz, heute beweist du, dass du kein Mann bist. Nein! Du sagst, du beleidigst mich? Ibo, soll ich dir mal sagen? Wallah, wie viel Mal hast du mich nachgemacht, wo du mit Barello warst? Wie viel Mal hast du mich nachgemacht? Wie viel Mal hast du hinter meinem Rücken geredet? Vor Yasser, vor Arafat? Sei die größte Ehrenlosen. Du hast mich vor Arafat, vor Yasser hast du mich runtergemacht. Wallah, du ziehst dich nicht zurück. Wallah, das ist ein richtiger Mann. Leute, guck mal, Beweise. Und wie Barello ihn einfach weiterhin motiviert, als wäre Hamza ein kleines Kind. So, jetzt wird's aber interessant. Ich weiß nicht, ob das real ist oder fake. Ihr habt ja mitgekriegt, es sind wieder neue Protagonisten mit in diesem TikTok-Business. Diesmal sind es die Zwillinge, die nennen sich zumindest die Zwillinge. Zwei Jungs, die sehr, sehr frech aussehen zumindest. Sich auch hier und da mal frech benommen haben, aber versuchen größtenteils ihre Manieren und ihren Respekt beizubehalten. Trotzdem sich nicht alles gefallen lassen, hatten wohl Beef mit irgendeinem. Es gab hin und her und dieser eine meinte dann wohl, ey, ich gehöre zur Familie El Zayn. Ob das alles stimmt, kann ich euch hier nicht bestätigen. Ich habe diesen Beef nicht mitgekriegt. Und dann wurden die in ihrer Stadt von 5 Mitgliedern dieser Familie besucht. Wohl Cousins von dem Typen, mit dem sie Stress hatten, haben ihm die Tür aufgemacht, nachdem die da geklingelt hatten bei denen. Warum auch immer die da die Tür aufgemacht haben, obwohl die wussten, wer das sein kann oder beziehungsweise wer das ist. Haben Yasser zur Hilfe geholt, als ob Yasser da durch die Kamera springen kann, um die zu beschützen. Und folgende Situation ist entstanden. Und wir sind dann out aufgehört. Ist das nicht Dings? Ist doch fair oder nicht? Nein, ist nicht schwer. Es ist unser Stolz, wie ihr beleidigt uns. Aber er hat uns doch zuerst beleidigt, sind wir doch auch drauf gegangen. Jungs, ich meine das ernst. Und ich schwör's dir bei Gott. Nein, das geht trotzdem nicht. Entweder ihr entschuldigt euch richtig, vernünftig, oder es ist... Salam alaikum, Abdesmani. Hä? Abdesmani, salam alaikum, ana Yasser ma'ak. Assalam. Kifak, Habibi? Alhamdulillah, ente kifak? Wallah, Alhamdulillah. Schu'amlu, was haben die gemacht? Abdesma, abisabsu, bubi al-Zayn. Habt ihr über Al-Zayn ausgesagt? Wir waren mit einem live, der hat uns beleidigt, unsere Mutter, und dann haben wir ihn auch beleidigt und so alles. Und das war's. Da war einer von El Zayn. Ihr habt nur ihn beleidigt. Nur ihn. Aber er meinte von El Zayn und so hat er uns bedroht. Er hat nicht gesagt Familie, über Familie irgendwas. Er hat gesagt, ich bin von El Zayn, pass auf. Dann haben wir halt gesagt, so, ihr seid gar nichts und so alles. Okay, tamam. Alles. Entschuldigt euch. Aufrichtig und macht das nicht. Ich hab doch letztes Mal mit euch geredet. Was habe ich euch gesagt? Ja, einfach rausgehen und so alles. Ich habe euch gesagt, wer euch beleidigt, geht einfach raus. Warte mal, Jungs, warte mal. Ihr könnt ja, guck mal, aber wenn ihr so, ihr braucht ja nicht so Drohnen und die sind gerade zu fünft, ne? Wir sind doch ohne zwei alleine. Ja, trotzdem, das geht einfach trotzdem nicht, weil wie ihr beleidigt im Internet auch noch, tut mir einen auf Rambo hier. Zeigt euch. Wir zeigen uns hier nicht. Nein, die sollen sich nicht zeigen. Alle schreiben Fake. Okay.
Keine Ahnung, ich weiß, was wir machen sollen. Guck mal, Jungs, ich bin eigentlich dieser Typ, der uns auch beleidigt hat, der sollte auch eigentlich hier sein. Warum ist er nicht gekommen? Er kommt und schickt Leute zu uns. Der wohnt nicht hier, er hat uns hier geschickt, weil wir hier waren. Na, dann soll er sich auch entschuldigen, dann entschuldigen wir uns auch erst. Ich kann das doch mit ihm klären. Alles gut, ich kläre das mit ihm. Aber ihr sollt euch zuerst entschuldigen. Ja, dann Entschuldigung, ne? Ja, tut uns leid, aber ich sag's so, wie es ist. War richtig, dann soll er nicht mit uns live kommen. Entschuldigung, Lo. Dann soll er nicht mit uns live kommen oder so, ne? Ich meine das ernst. Ja, dann sorry an den Typen, Lo. Entschuldigung, aber ich hab, guck mal, jetzt ehrlich, ich hab gesagt Entschuldigung und so alles, ne? Horus und Horus. Ja. Macht ihr gerade einen Film auf mich? Nein. Boah. Sollen wir Spaß machen? Oh, ja, Sarah, bitte machen, glaub ich. Redet ihr, Jungs, damit ihr... Entschuldigt, sonst passiert was anderes. Ey, wenn die Film machen, sag denen. Hör auf damit, geh mal raus. Sag denen, wenn ihr Film macht. Wir entschuldigen uns, so, bei Gott. Wir haben uns entschuldigt, aber ich sag's so, wie es ist, dann soll er sich auch bei uns entschuldigen jetzt. Ja, okay, dann rede ich mit mir. Er entschuldigt euch. Oder, weißt du, was ich eine Sache nicht glaube? Komm, lass mich. Ich sag euch, warum ich diese Film gar nicht... Das habe ich. Warte. Wer ruft an? Wer angerufen? Unser Vater. Warten wir bitte. Boah, das gespielt, glaube ich. 100%. Ey, ganz ehrlich. Oh, das ist ein Hurus. Ja, ich sag euch ehrlich, ich glaube auch, das ist fake. Also, ich habe einige Elsaner kennengelernt, als die TikToker alle nach Essen gefahren sind, geflogen oder gefahren, was auch immer, um da im Club Essence aufzutreten, standen vor dem Club ganz, ganz viele Elsaner, sehr, sehr sympathische Jungs, aber das sind nicht Jungs, die, wenn die was klären wollen, so dahin gehen und wie kleine Kinder drumherum stehen und so reden, so. Vielleicht sind das Jüngere aus der Familie, ich habe halt Ältere kennengelernt und mein Gefühl sagt mir, da ist irgendetwas faul. Zwillinge! Ja. Weißt du, warum ich euch das nicht abkaufe? Ja, das ist kein Spaß jetzt gerade, wirklich, ich zitter gerade richtig. Redet ihr? Was sollen wir noch reden? Ja, wir entschuldigen uns. Kleine Fotze, ihr habt einfach beleidigt. Boah, was ist los mit euch? Ja, ist doch TikTok, das ist doch alles Spaß. Wie alles Spaß? Was ist denn Spaß? Kleine Fotze. Sag denen. Aber jetzt zittert ihr auf einmal, ne? Das ist doch nur TikTok. Das ist nur TikTok. Ich fick diese Plattform da. Du hol ihn doch mal her, lass mal reden, Junge. Ja, nein, zeig ihn mal, wie es King, Junge. Hast du denn bekehrt, das für euch überhaupt? Die Angst, Junge. Keiner zeigt sich, das sind fünf Männer hier gerade in unserer Küche, die sind hier alle. Was sollen die doch reden, Junge? Yasserabi ist King, Junge. Hast du denn hilft euch, Junge? Was ist los mit euch? Wenn ihr euch nicht zeigt, küsst Hand. Zeigt's euch. Ey, Jungs, der ist ein bisschen. Hört auf. Scheiß auf ihn. Walla, ey, wir gehen raus. Warte mal. Nein, das Walla, ich glaube das. Ey, Digga, warum seid. Bleiben wir drinnen? Nein, Walla, bleiben wir drinnen. Jungs, tut uns leid danach. Wirklich jetzt, dass ihr diesen Weg gefahren seid, tut uns leid, wir bleiben nicht mehr fertig, so. Ich schaff alles. Trotzdem, ihr kleinen Fotzen, macht das jetzt, diese Entschuldigung. Ja, haben wir doch schon fünf. Tut uns leid. Ja, Elsaints-Familie. Tut uns leid, dass wir euch beleidigt haben. Eine Entschuldigung an die ganze Familie von. Haben wir doch schon. Entschuldigung, Elsaints-Familie. Tut uns leid. Junge, erlaubt. Warte, wie sind die reingekommen? Habt ihr die Tür aufgemacht? Ich durfte meine Mutter gerade jetzt gemacht. Ey, hört mal auf bitte mit dieser Einladung. Warte, ich hab gar keinen Bock drauf. Modus, ich hab eine Frage an euch, okay? Jasser, Abi, wirklich. Hast du warte. Schwört mal auf eure Mutter und auf euren Vater. Das ist kein Film. Ich auf meine Mutter und mein Vater. Jasser, Abi. Nein, nein, wirklich, Jasser, Abi. Jasser, Abi, komm ein Match. Leute, ich schwöre jeden Tag auf Allah, ja. Der eine muss sich bücken, wenn er durch unsere Tür kommt. Aber warum wollt ihr jetzt zu fünft hier, Lo? Ihr könnt doch alleine klären. Ja, wir das klären wollten mit euch. Ja, aber dann aber diese einfache Entschuldigung hier, sorry, wollen wir nicht. Ja, was wollen wir machen? Was sollen wir machen? Ja, dann gehen wir jetzt offline. Die sollen mich packen kommen, wenn das... Junge, wenn die packen wollen, warum machen nicht so, Junge? Was? So packen einfach. Wer war das denn, der gerade redet? Ich, Bueno. Du, hört nicht auf den Will, bitte, Wanderlo. Der hat eine Behinderung, ne? Ja. Egal, ich weiß nicht. Der hat dem Down-Syndrom, guck. Ja, Walla. Ja. Walla, tut uns leid, Lo, kommt nicht mehr vor, ich schwör auf alles. Ja. Keine Männer, deswegen küsst Walla, tut uns leid, Lo, kommt nicht mehr vor, ich schwör auf alles. Küsst Barella! Tut uns leid, dass ihr gefahren seid. Ja, darf ich ausstehen, Jungs? Lo, das ist kein Spaß, bitte, Beno, Lo, bitte. Hört mal auf jetzt, Lo. Ich schwör auf meinen Vater jetzt, bitte. Scheiß drauf, Jungs. Guck mal, tut uns leid, dass ihr beiden Weg gefahren seid. Walla, komm, gib Hand, Walla, tut uns leid. Nein, halt die Schnauze, setz dich hin. Aber, warte, ey, Zwillinge, eine Frage. Sind diese vier anderen Männer gerade stumm oder so? Oder warum?
Nein, das ist nicht. Wer redet? Aber hey, Kuzikzwe, gibt's denn wenigstens Tankkessel? Du? Ja, ey, Wallah, die sind dumm, weil sie Tanks. Ja, komm, ein Match, Junge, soll Tank. Mach mal Match, damit du Tankkessel brauchst. Wallah, gib dir einen Tankkessel, die sind so weit. Nimm mal an, Junge. Nimm mal an, damit Tankkessel rauskommt. Alles gut, ich lerne das so. Alles gut. Sag dir deine Songs. Nein, nein, bleib da bei der Arbeit. Das ist kein. Die machen nichts, so, wir sind live. Yasa ist auch da. Wir sind live, wir bleiben live, die können nichts machen. Alles gut. Heile. Hä? Mein Vater, hallo? Hol doch deinen Vater. Nein, nicht Vater, ein Mensch. Nicht Vater, ein Mensch. Urus, geh ran. Geh ran. Tipp. Vater, du rufst mich. Du hast doch mal den Vater. Nein, nicht Vater. Yasa, du rufst mich gerade an. Ach so, ich hab doch nur die Nummer. Soll ich die Nummer von Ihnen schicken? Ja. So, ich schick die hier, warte, ich schick die. Okay. Ey, Alter. Ja, ist zu 100% fake. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Spätestens da, wo die Jungs meinte, holt euren Vater. Egal, scheiß drauf. Der lässt sich einen neuen Film hier ein. Aber ich glaub, Yasrabi. Marina, warte mal kurz. Yasrabi. Ja. Yo. Ja. Wenn das doch packen, Amonaren, warum sind die live? Die machen packen ist doch so. Also schnappen nein. Einfach. Ja? Guck mal, Bueno. Wie die Versicherung haben, dass sie nichts machen. Jungs, sag mal ehrlich, wenn wir live, was würdet ihr jetzt machen? Sag mal, wenn wir jetzt nicht live, sag mal ehrlich jetzt. Jetzt auf alles, schon auf alles. Was würdest du dann herausfinden? Ja, würdest du herausfinden? Warum gehst du nicht ran? Jetzt kannst du anrufen, jetzt. Hey, ich klatsch dir alle fünf da hinten. Wallah. Das ist fake. Kann man so stumm machen? Ich klatsch dir alle fünf. Stumm schalten? Ja. Alle fünf. Gib mir deinen Freund. Ich mach Yasrabi, mach doch so. Alle fünf, ich klatsch dir. Ich mach so, hier, guck. Jetzt gib ihm mir. Aber seid ihr gerade in Küche? Leute, folgt mal. Alle Zwillinge. Sag dir mal, wir können euch so lange zu backen. Darf ich später was zu essen, so knabbern und so, weißt du? Und gib's den Tanke, Wallah, Aib, jetzt sind so. Aber das sind. Hörer, Rusch. Das sind keine Männer, Wallah, ich klatsch dir alle fünf. Ich hab doch gesagt, Mensch, Leute, Mensch. Junge, seine Danke. Ey! Zwillinge. Junge, sag dir, da sind keine Männer. Diese Golfschläge, was da hinten ist, sag bei euch rein. Joker, danke. Hört ihr uns? Urus und Hurus wurden gepackt. Urus und Hurus, entschuldigt euch. Und gebt ihnen euer Wort, das kommt nie wieder vor und alles gut, inshallah. Jungs, das kommt schon. Tut uns leid, wirklich, wir machen es uns schon. Junge, steht mal auf, gib mal Hand und so, ja? Dann dürfen wir auch stehen. Dürfen wir? Ja, kommt auf. Alles gut. Kommt mich auch packen, bitte. Ich hab einen Kuss gehört, ich schwöre, ich hab einen Kuss. Habt ihr Hand geküsst? Reno. Barella. Barella. Ja, komm mich packen. Barella, mach deinen Mund nicht so auf. Barella, ey. Also, wie redest du jetzt? Schau. Warte, mach mich stumm. Verstanden, oder was? Mach mich auch stumm. Lass mich nicht auf stumm. Scheiß auf den. Barella kommt nicht mehr vor. Tut uns leid, dass er auch den weiten Weg gemacht hat. Tut uns leid. Kommt's mal. Salamu alaikum. Schau uns. Ey Leute, niemanden stumm. Egal, lass den Chat rollen, scheißegal. Sind die jetzt weggegangen? Alles gut, ich schwör auf alles so. Die sind jetzt weg. Yasrabi, was hast du zu denen gesagt? Junge, ich hab doch gesagt. Yasrabi, was hast du gesagt zu denen eigentlich? Ich hab gesagt, soll euch in Ruhe lassen. Ihr sollt euch entschuldigen und die gehen einfach. Ich küsse dein Herz, Yasrabi, danke, Leute. Ich hab doch gesagt, Yasrabi ist King, Junge, ich fällt alles vor. Wir haben auf unser Vater geschworen. Wir sind jetzt live gegangen, weil wir wissen, wenn wir live sind, dann machen die nichts. Dann machen die nichts, weißt du? Wir haben alles live und die können aufnehmen und so. Ja, man kann ja nicht einfach von hinten das Handy wegschlagen und dann sieht man einfach nichts mehr und dann bearbeiten die die. Wir haben auch diese Recording wieder. Guck mal, sie sollen mit packen kommen. Urus und Hurus, guck mal, ich weiß nicht, vielleicht nimmt ihr das alles aus Spaß oder ihr macht Harun nach oder irgendwas. Ich sage euch, hört auf damit. Ja, oder? Das ist, ihr denkt, das ist Spaß. Wallahi, das ist kein Spaß. Ja, Sabi, wir haben gerade auf unsere Eltern geschaut. Warum sollten wir lügen? Aber keiner kann so werden wie ich. Hallo. Ich gegen alle. Urus und Horus, ich bin mir 100% sicher, jetzt bin ich mir 100% sicher, dass das kein Spaß war. Weil ich habe selber mit ihnen geredet. Warum sollten wir lügen? Ja, Sabi, wirklich? Er hat geschworen bei Allah, das war kein Spaß. Er hat bei Allah geschworen, das war kein Spaß. Und zweitens, wie macht ihr eigentlich die Tür auf? Stell dir vor, deine Mutter und dein Vater wären zu Hause. Was machst du dann? Wir sind alleine hier. Mein Vater gerade arbeitet. Seid ihr die ganze Zeit alleine? Ja, wir sind alleine. Mein Vater arbeiten. Ist noch arbeiten. Wir haben noch Disco. Wir haben noch Disco, er ist am Arbeiten. Boah, der Vater ist eine Maschine, Wallah.
Ich hätte ihn geboxt, wenn ich Tür aufgemacht hätte, gleich. Seid ihr krank? Wallah, seid ihr noch jung? Wie alt seid ihr? 18? 19 Jahre geworden. Was macht ihr da? Ich habe vor 2 Tagen mit euch geredet, wer euch auszusagt, geh raus. Und dann macht ihr sowas? Ja, aber der hat gesagt, der kommt aus Bayern oder so. Wer hätte damit jetzt gerechnet, Yasabi? Wirklich? Und wir dachten, das wäre sogar heute verarscht, aber dann haben die Snap geschickt. Noch eine Sache. Woher wissen die, wo ihr wohnt? Ja, Yasabi, jeder weiß, wo wir in Wilhelmshaven wohnen. Jeder weiß das. Frag jemanden, die wissen alle, wo wir wohnen. Die kommen aus Bayern, die sollen mich packen, ich komme auch aus Bayern. Die Adresse wird sogar die ganzen Kommentare geschrieben. Aber wir haben hier keine Aufmerksamkeit. Yasabi, guck mal, das Ding ist, wir haben ja gedacht, dass auch verarsche. Auf einmal die Videos geschickt, die in Wilhelmshaven sind. Da haben wir dich angerufen direkt. Wen hätten wir sonst anrufen sollen? Polizei? Leute, guck mal, ich sag euch, ihr macht hier Stress und so, guck mal. Manchmal artet das Ding auch ganz in die andere Richtung. Manchmal ein Wort, das Ding kann explodieren. Was ist los mit euch? Werdet vernünftig. Ihr seid 2 gute Jungs, 2 anständige Jungs. Guck mal, was TikTok mit euch macht. Und geht einfach nicht mit jedem live. Ja, okay. Ja, Wallah, ich hab gestern auch zu denen gesagt. Jungs, ihr seid sympathisch und so. Wallah, macht diese. Guck mal, gestern, was passiert ist in Hannover. Deswegen, Wallah, macht das nicht mehr. Ich hab mich doch gestern mit euch geredet. Und... Ja, sag danke, die war schon. Eine Frage, stell dir vor, dein Vater wäre zu Hause. Stell dir vor, dein Vater wäre zu Hause. Ja. Was hätte dein Vater gemacht? Weil mein Vater hätte erstmal mit denen normal geredet, was los ist. Das Bürger an, so. Meinst du? Der hätte unsere Ohren angefangen. Er hätte unsere Ohren mit denen nicht. Und wenn er nicht mit denen normal reden kann, Ronin, wenn die schlecht sind mit eurem Vater. Was wird dann passieren? Dankeschön. Danke, dann wäre das ausgeartet. Stell dir vor, die greifen deinen Vater an. Was passiert dann? Stell dir vor, die vergreifen sich an deine Mutter. Was dann? Oh, das geht nicht. Wallah, das geht nicht. Werdet ihr dann noch still zugucken? Nein. Siehst du, hör doch auf. Ich habe doch mit dir am Telefon geredet vor einer Woche. Du hast mir deine ganze Geschichte erzählt. Und dann macht ihr sowas? Wallah, ich habe gerade nicht geglaubt. Ich dachte erstmal, es ist ein Film. Nein, wirklich, wir machen keinen Spaß. Ja, für mich war das auch gerade. Für mich ist das jetzt auch gerade wie ein Film. Wallah, Yasabi, wo die direkt Videos geschickt haben, dass sie in unserer Stadt sind, wir haben dich angerufen. Halt direkt angerufen, weil wir wissen, dass du das für uns klären könntest. Naja, zum Glück war Yasser dort. Ich meine, man hätte ja nicht auch die Polizei anrufen können oder einfach die Tür nicht aufmachen. Das war natürlich die beste Lösung. Aber was ist jetzt eigentlich mit Harun? Weil er ist ja derjenige, den ich als Zielobjekt Nummer 1 sehe, wenn es darum geht, dass es früher oder später wirklich harte Konsequenzen für Taten auf TikTok geben könnte. Er hatte ja Besserung geschworen. Und da wir gerade über Yasser geredet haben, ganz zufällig waren Harun und Yasser auch live. Hat er sich gebessert? Schauen wir mal. Handy ist hier. Hier ist mein Coca-Cola. Ja. Ich nehme so. Ich muss Harun, natürlich erstmal so nehmen, damit ich so greife. Du bist eine Kopie von Barello, das ist alles. Eine Kopie, ein Fake. Du bist eine Kopie von Arafat. Egal, mein Bruder. Ist nicht so schlimm. Er ist mein Bruder. Mein Blut. Barello ist auch mein Bruder, Wallah. Wallah, er ist nicht der Bruder. Doch, Wallah, ich würde für ihn über Leichen gehen. Habt ihr dieselbe Mama? Ja. Ja, sagst du noch ja? Ja. Harun, sei einfach nicht frech. Ich meine das ja, ernst. Wallah, mir kann keiner was. Ich bin bei Miri unter Schutz. Du kannst bei der Armee von Russland sein. Weil Miri, guck mal. Das interessiert mich nicht. Wallah, Bilal, Miri kann keiner was, bei dem ich gestern war. Der hat sich nur sein Hack wiedergeholt. Aber Wallah, er ist der mächtigste aus Hannover. Er hat Snoop Dogg und alle anderen beschützt. Wallah, er ist der mächtigste. Ihn kann keiner was. Wallah. Bei Allah, ihn kann keiner was. Ist doch schön für ihn. Wallah, ja. Und Barello hat gestern bei Bilal Abizu Hand gemacht. Wallah, er wird dafür sehen. Aber war ein schönes Bild, was auf deinem Kopf war. Hat gut ausgesehen. Ja, Junge, mein Kopf war schon in Toilette. Wallah, ist nicht schlimm. Ich wollte schon gerade sagen, dein Kopf war schon in Toilette. Ich glaube, mein Kopf war schon in Toilette. Wallah, ich glaube, dann interessiert der schon auch nicht mehr. Ich weiß alles. Ja. Wir machen ein Match. Verlierer geht offline. Komm, nimm mal. Schick jetzt Löwe rein. Ja, okay, komm. Nimm an. Komm. Du das noch einmal, werde ich dir was sagen, was dir nicht gefällt. Wallah, auf. Was meinst du, Yasser? Auf damit, Aib, Wallah. Noch einmal, dann werde ich dir was sagen, was dir nicht gefällt. Auf damit, Wallah, Aib, auf damit jetzt. Hör auf, ich hoffe gar nicht auf. Wallah, reicht nicht. Ich spreche immer noch Respekt vor Wallah, Aib. Kulrada! Alter, dann friss schrein nicht, du Hund. Aber was war das für eine Marke gestern? Weißt du, dafür, ich sage dir jetzt eine Sache und du wirst sagen, hast du gut gemacht. Dafür, dass ich gestern von Bilal AB seine Schuhe auf meinen Kopf gepackt habe
habe ich diese 1500 Euro Schuhe bekommen. Wallah, ganz neue Paar. Komplett neue Paar von ihnen bekommen, in meine Schuhgröße. Okay, egal, ist doch nicht schlimm. Warte. Junge, da, egal, ob ich seinen Schuh auf Kopf genommen habe, ich habe dafür diesen Schuh bekommen. Ich mach dir 5 auf deinen Kopf und ich schenke dir dann 5. Ja, Wallah, ja. Komm. Ja. Machst du nur Plus? Wallah, ja. Ich muss immer ein Plus sein, ich will nie Minus sein. Genau so ist es. Genau so ist es. Weil das Leben dreht sich nur um Plus. Bist, wann bist du von Türkei zurückgekommen? Vor. Wann bin ich gekommen? Donnerstag. Naro, danke. Aber ja, Sabi. Bist du eine harte Nummer, wenn ich fragen darf? Harun Amcuk. Ja, Abi. Soll ich dir was sagen? Ja. Du wirst gepackt. Sag, Wallah, ich werde gepackt. Gepackt. Guck, guck, guck. Aber ja, Sabi, könntest du mir Schutz geben, Abi? Nein. Hä, warum? Du bist jemand Hurens. Weil ich sowas wie dich nicht schütze. Jeder eine Hose. Wenn Allah mich schützt, wer bist du, dass du mich nicht schützt? Ja, gut. Das ist doch gut für dich. Jeder eine Rose, Leute, jeder eine Rose und schickt ihn auf. Warum ist wirklich Folge? King Khan, ich hab dir gefolgt. Harun sein. Ich hab dir gefolgt. Ja. Leute, schickt ihn offline. Ich küsse euer Herz, schickt ihn offline. Wir haben nur Burger geholt. Nee. Ich mein's jetzt ernst, Spaß zur Seite, ja? Ja, Abi. Hör auf. Und dein Spaß beiseite. Harun, ich höre es recht. Wallah, ist Spaß beiseite. Küss meine Hand. Nimm den. Küss meine Hand. Küss meine Hand. Rede mit Mofa, ne? Wallah, nimm deine Hand und hör auf damit. Wallah, mach das. Küss meine Hand. Haben. Hör auf damit. Wallah, ey, küss meine Hand. Ja, nitches. Wallah, ey. Danny 66, ich küsse dein Herz. Alles mal zwei, Leute. Alles mal zwei, alles mal zwei. Tolga. Sukra. Was war das? soll in dich rein. Herr Harun. Ja, Salami. Harun. Ja. Willst du morgen gegen mich Big Match machen? Wenn du ein Mann bist. Lass er aber, er isst 3 Hot Chips, wenn er verliert. Wenn du verlierst, du isst 3 Hot Chips. Okay, ich bin einverstanden. Ja, was war das für ein Wagen? Bist du dabei? Ich bin dabei. Sabi, Harun. Guck jetzt. Wallah, guck jetzt. Apropos, gut, dass du Hot Chip gesagt hast. Wallah, hier. Wallah, ich hab genau noch 3 Stück. Morgen. Wenn du ein Mann bist, Wallah. 3 alle verpackt, bei Allah. Morgen 0 Uhr. Sag Wallah. Wallah, billah. Nein, nein, morgen ist Sonntag. Okay, 3 Hot Chip, morgen um 0 Uhr. Morgen 0 Uhr, also... Wallah, damit alle nicht sagen, fake, ich hab die gerade frisch aus Tüte gefunden. Und ja, guck mal. Und danach, ja, Sabi, machen wir um diese Gurke. Die kannst du bei dir reinstecken, genau. Harun, ich rede mit dir jetzt normal. Hör auf mit der Scheiße. Mach das weg. Wallah, Yassan, aber er hat doch nicht... Hast ja, du nein, aber das ist saure Gurke. Ja, ja, kannst du in deinen Anus reinstecken. Hör zu. Hör zu jetzt. Harun. Ja, Abi. Bist du dabei, ja oder nein? Ja. Morgen 23:55 Uhr. Ich und du. Wallah? Wallah, billah. Ich habe genau noch 3 Stück, du 3 Stück. Verlierer ist 3 Hot Chips. Boah. Harun, hat mich gefreut. Ich werde auch nicht mehr mit dir live gehen. Mit dir. Nein. Ich kann mit dir nicht reden. Okay, sorry. Entweder redest du, damit wir uns verständigen, oder lass es. Leute, soll ich machen oder nicht? Wir sind 3200 Leute. Soll ich machen oder nicht? Morgen um 3 Hot Chip, Wallah. Bist du dabei, ja oder nein? Okay, komm. Wallah, komm, bei Allah. Okay. Dein Handy funktioniert wieder? Wie? Wenn ich dich anrufe, geht normal? Nein, nein, ich hab noch keine Ding, Nummer. Hier keine Nummer. Geh mit, kommunizier mit Hassan über mich. Also mit Hassan über mir. Okay. Wir haben bis 2 gesagt. 1-0 für dich. Nein, ey, Yas, Abi, geh auf, Wallah. Wir haben bis 2 gesagt. Was denn, Abi, Wallah, du hast zu viel mit Parello gechillt.
Wallah, ey, ich war auf alles, ja. Wir haben eine Runde gesagt, Abi. Naja, ihr merkt, es gibt keine Besserung, zumindest nicht auf dieser Plattform. So viel zur heutigen Folge TikTok Cringe. Ihr seht, tagtäglich passieren immer mehr und mehr Ereignisse. Ich komme mir wirklich vor wie in einer Simulation, als wäre alles aufeinander abgestimmt und man bewegt sich gen Endzeit mit rasender Geschwindigkeit. Ist aber nur meine Meinung. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Seht uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt grün, denkt immer daran, auch in euch. Steckt ein kleiner Mostak.